Willkommen zurück zu Man of Medan. Es geht weiter in der Story. Ich habe die Kamera jetzt heute mal ohne Greenscreen. Zum einen würde das dämlich aussehen, wenn ich sie rechts oben habe. Zum anderen habe ich die Kamera nach rechts oben verschoben, weil ich glaube, das ist besser. So, jetzt ist es irgendwie leise. Jetzt die. Machen wir das mal. 75. Das wird schon passen. So. Wir wollten rausgehen. Versuchen. Oder hatten wir die Bilder schon angeguckt? Ja, hatten wir. So. Können wir mit ihr sprechen? Das hatten wir angeguckt. Daran erinnere ich mich. Die Brille hatten wir auch angeguckt. Beziehungsweise das, was davon übrig ist. Nein, ich wollte schneller gehen. Das heißt, wir gucken jetzt hier nach, ob wir hier rauskommen. Geschaut hatten wir alles, aber vielleicht gibt es jetzt irgendwelche neuen Sachen. Nein, kein Werkzeug oder so. Stripped. Not gonna work that way. What do you think? I can't get it open. Over here. Maybe we can bend it open and get out of here. Besorgt. I just don't know what shape the ship is in. This old deck could be blocked. You want me to just smash through this wall? Oh yeah, sure. Big man on campus. Someone should create a distraction. This is gonna be loud. Wait, wait! Maybe we should try barricading the door instead. Versperren. Wahnsinn. No! Stop. Aus Reflex schon A gedrückt. Safe now?
Da könnten wir mal wieder gucken. Sieht aber alles noch relativ normal aus. Gewieft ist er jetzt. Okay. Nicht so laut. Gibt sich nicht mal Mühe. Alte Klamotten? Jeez. Maybe this is what scared everyone off. Die Steuerung ist ein bisschen zu clunky. Gosh! Schon wieder eine Ratte. Oder eine Maus. Aber sie hat mich wieder erwischt. Komm hier nicht durch? Okay, kann man nicht. Out of bounds. Okay. The hell? Stop it. Hier flackert Licht. What the shit? Also wieder eine Brief. Liebe Isles. Elise? Na egal. Ich komme endlich nach Hause. Noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sagt Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Es macht mir echt Angst. Jesus, what's next? Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befinde sich an Bord und es hört sich so nach Ned an. Ich weiß, dass er sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keinen blinden Passagier an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil. Hier drehen wir wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draus Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder, Robert XX. Okay. Irgendwie habe ich jetzt keine Lust, zurückzulaufen. Nach der Aktion... Okay, er ist nicht da. Holy crap, okay. You think Conrad's made it? He can be pretty resourceful when he puts his mind to it. That's not really an answer. Well, then, sure. I think Conrad's made it. Oh, great. Mit dir sprechen geht gerade nicht. Erstmal da lang. Yep. Something. Big boat, big engine. Okay, wir sind also im Maschinenraum. Gehen wir einfach mal komplett durch. Die Schlafquartiere vom Anfang, glaube ich. Komm schon, du stehst direkt davor. Was ist denn das?
Ein Schädel von einer Katze, von einer Ratte? Na, so klein wie der ist von einer Ratte oder Maus. Alter! Holy shit! Oh Gott. Diese verdammten Jumpscares. Alter. Der packt dich. Buch. Okay, ein Buch ohne... Ah. Da ist ein Tagebuch. Ich lese das jetzt nicht alles. Ich überfliege das gerade nur. Alkohol, durchdrehen und so weiter. Okay. Also ein Logbuch, Tagebuch, wie auch immer. Holy crap, ey. Ich glaube, ich habe auch das mit der Auflösung repariert, weil ich habe die Auflösung mal geändert und das Ganze auf Vollbild gesetzt, dann nein, nicht wieder raus. Dann schien es zu funktionieren als Vollbild. Weiß nur nicht, woher die Drops manchmal kommen. Manchmal sieht es ein bisschen ruckelig aus. Aber ich habe schon Aufnahmen gesehen von der PlayStation 4. Das ist noch nicht so optimiert. Au. Sollten wir vielleicht meiden. So. Gehen wir weiter. Sagen, sie wird uns ja wohl hoffentlich hinterherlaufen. Frachtraum. Oder Frachträume. Verteilerkappe. Hudson! Think it's safe to grab it? We gotta go get it. Quelqu'un? Ok, qui est là? Je vous ai entendu. Qui est là? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Okay. Weiß jetzt nicht, was die vorhaben. Soll ich erstmal alles erkunden?
makeshift chapel. Oh, good God. Why do I need to see this? Temporäre now? Kapelle. Okay. Klingt auf jeden Fall nicht gut. Wait a minute. We've been here before. Die Küche. I don't think so. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? Waren wir schon mal in der Küche? Nein. Soup du jour, mademoiselle? As if you know your way around a kitchen. Please, relax. Just messing around. Küche waren wir, glaube ich, noch nicht. Daran würde ich mich ja wohl erinnern. I'm thinking we gotta go through here. What was that? I didn't hear anything. Hat's gehört, aber nicht gesehen. Noch ein Notebook. Januar. Massaker in Philadelphia. Okay. Keine Hinweise. Es läuft definitiv nicht so gut. Ich werde jetzt mal gucken. Ich habe es nur auf hoch, nicht auf ultra. Und HDR ist aus. Ich will es nicht auf 30 Frames begrenzen. Machen wir mal Vollbild passt, V-Sync aus. Mittel, Mittel, Mittel oder normal. So. Es ist nicht wirklich besser. Wow, ohne V-Sync sind das 30 Frames. Versuchen wir es mal so. WQHD. Und ziehen das Ganze hier hoch. Vielleicht läuft es dann besser. Sieht so aus. Okay. What? 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 Sound. There's something in here with us. Wow. Didn't you? I mean, did you hear anything? Das Quietschen war ein bisschen unangenehm. It was moving in the shadows. Rats. Probably just rats. That's all it was. Don't fucking laugh at me! Ganz ruhig. Alright, we've been here before. I'm sure of it. We're going around in circles. Well, what do you want to do? Turn around? We've seen all this before. Okay, sie dreht jetzt durch, langsam. Okay, no, this isn't working for me. What? Gross caskets and crappy chapels? Not my scene, you know?
Na, geringschätzig muss nicht sein. You're right. It's gross and it's crappy. Gotta get out of your toot sweet. Okay, so can we just get the fuck out then? Toot sweet. What is this? Ich werde natürlich hier rumgucken, hallo? Das ist so nervig. Hey, we got a name on this guy. Who cares where they're from or where they're going? They're dead and we're not, so let's keep it that way. Das zählt als Geheimnis. Yo, okay. Machen wir mal schockiert. Also zwei. It's insane. Is it even human? I mean, was it ever human? What's the deal with this place? Okay, leave. Now. Leave. Nö, wir haben noch zwei. Look at this one. Like for a kid or something. I don't want to know. Let's get out of here. Got some serious locks in these caskets. Why would they be chained and locked? What's the matter? Da kommt was. Oh, what the? What is it? Look! Seriously? Are you trying to freak me out? Huh? Ich sag noch, da kommt was. Can we just get out of here? Okay. Sick Bay. Can we please hurry? I'm done sightseeing. Roger that. Warum wird das jetzt alles so gelblich? Das ist halt auch übelst creepy. Why so spick and span? Dass die Dinge unterschiedlich hören. Das ist schon wieder so ein Ding. Fuck! Hey, this is no time to be fucking around. I'm serious. I can't take it. Oder vielleicht auch nicht. The fuck? Holy. Ja, genau. Oh, what the fuck? Don't touch it! Why did you touch it? Nochmal? Nein. Das Leuchten war für die Leiche. Okay. Warum hat er sich da gerade so beeilt? Er wird doch nicht etwa Angst haben. Mist. Das, was wir im Bild gesehen haben. Okay, Fliss. Where are you taking me? Now, why would I tell you? Tell me where we are going, damn it! Auch der Maschinenraum. Vermutlich. Auf jeden Fall hat er die Knarre jetzt. You just do whatever he tells you, don't you? Vielleicht kommen wir irgendwie an die Knarre ran. Stop. Man
hätte ihr wenigstens Schuhe geben können. Okay, das ist die Werkstatt. Das fällt ihm auf jeden Fall früh ein. Eine Mütze. Look at this. NG Medan. Yo, heißt das Schiff Medan? Hab ich gar nicht drauf geachtet. What was that noise? What are you talking about? I don't want to hear anything from you. Olsen! Ah! Die Sounds sind krass. Please, you don't have to do this. Jesus! Oh Christ. Oh Christ. That guy. That guy's probably still right here with us. I mean, you die on a ship, your ghost stays on the ship. Come on. You have no idea what you're talking about. Lass mal den Typen angrapschen. Huh. Where did all your friends go? I don't know what the fuck this is all about. But we gotta keep moving and find Olsen. Now. Now. Schreiende Leiche. Olsen? Merde. Qu'est-ce que tu fais? So, aber durch die Tür gehe ich erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Sonst kriegt das wieder Überlänge. Und, bis hierhin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne noch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.